Na dann. Also ich komme noch nicht ganz ohne aus. Ach hier. Gibt's manchmal solche Momente, wo du dann denkst, ach jetzt könntest du eigentlich doch mal lieber atmen. Ach, da bräuchte er bloß hier geradeaus durch mich buddeln nochmal, wo er gerade langläuft. Oder ich buddel mich hier gleich runter. Du musst dich ja nirgendwo runterbuddeln oder hochbuddeln. Du buddelst einfach deinen Rundkurs und damit ist ja gut. Der Rundkurs existiert schon. Ja, dann ist ja schön. Jetzt geht's halt darum, das hier alles anzuschließen. Hier muss nicht angeschlossen werden. Gut, da hätten wir das ja auch schon geklärt. Dass er nicht angeschlossen werden muss. Doch, doch, das kommt gleich. Keine Angst. Da kommt kein Anschluss. Und wenn ja, dann machst du ihn gleich wieder zu. Das bringt doch aber nichts. Wenn er in mir existiert, kannst du ihn einfach wegmachen. Wenn ich gegen den Anschluss bin, darfst du auch nicht in meine Privatsphäre eintreten. Das ist aber unsere Karte. Wir sind ja beide Eigentümer der Sache. Wir haben ja noch keinen Vertrag abgeschlossen, wem hier was gehört. Aber was ist denn, wenn ich die Bonzenhütte vermiete? Dann muss das ja mit mir abgeklärt werden vorher. Ob das denn okay ist? Das ist die Vermieter. Kann ja sein, dass ich die auch vermietet habe schon. Das möchte man natürlich abstimmen vorher. Ich habe die aber gebaut. Ja, das und? Ich ja hatte die erstmal Idee. Für eine Bonzenhütte. Ich hatte die Idee für eine Hütte. Ja, du nicht für eine Bonzenhütte. Meine Idee nur weiter ausgebaut. Ist das hier ein Schornstein? Hast du den hier gebaut? Ja, ich habe einen Schornstein gebaut. Ach, das ist ein Brunnen, da kann man ja anschließen. Was ist ein Brunnen? Geil. Wo bist denn du jetzt? Das sieht doch aus wie ein Brunnen. Das ist ein Schornstein für meinen Kamin. Na, da kann man doch anschließen für den Brunnen. Der Kamin wird doch nicht an der Kanalisation angeschlossen. Aus Brandschutzgründen. No, ich lösche den Kamin mit Scheißwasser. Naja, warum nie Fäkalien? Nee. Wie schnell das alles abdeckt? Fertig. Nur ein bisschen Methan und so, das ist ja zum Glück nicht brandfördernd. Wieso Methan? Wir doch nie, wir Menschen haben doch kein Methan. Ich weiß nie, was hast du? Hast du den Stall schon angeschlossen? Den Stall? Ja. Ja. Hast du nicht? Doch. Soll ich nachgucken? Die Kanalisation geht schon unten durch. Ja, aber noch nicht angeschlossen. Boah, ich will bloß immer nach oben buddeln. Dann naja, dann mach das mal. Dann musst du ja noch irgendwie ein Abflussrohr durch den Stall bauen. Wieso? Na, weil... Kennst du die Kühe oder so, stellen sie genau über ein Loch? Natürlich. Kühe sind intelligent. Ja, genau. So. Hier geht der Kanal lang. Genau hier drunter. Das ist genau eins am Stall vorbei. Das ist aber überhaupt kein Problem. Weil daher, dass wir ja den Brunnen da drüben auch noch anschließen, liegt er genau auf einer Höhe. Und dann ist es genau durch den Stall durch. Das lässt sich nicht vermeiden, diesen Brunnen da oben anzuschließen. Die Frage ist ja eher, warum willst du überhaupt meinen Brunnen anschließen? Mein Brunnen? Damit das Wasser abfließen kann. Ja, wo soll das neue Wasser herkommen? Und damit man frisches Wasser hochholen kann. Was? Aus der Kanalisation Frischwasser? Ja. Ja, genau. Ja, das eine kleine U-Boot kann man ja dann rausfischen. Was für ein U-Boot? Also. Was denn für ein U-Boot? Nee. Ich finde das eine klasse Idee. Wir haben ja mittelalterlichen Stil, da wird das ordentlich durchgeschissen. Aber ich finde das nicht gut. Ich weiß, dass du das gut findest. Nicht gut. Ach so, du findest es richtig gut. Willst du mich hier verarschen? Wieso? Ich weiß ganz genau. Nein, möchte ich nicht. Warum?
Dann hör auf jetzt hier mit dem Zeug. Mit welchem Zeug? Ich will nicht angeschlossen werden. Bist du da aber schon? Ja, aber nicht alles. Das, was angeschlossen ist, ist schön, aber mehr will ich nicht angeschlossen haben. Danke. Du schießt hier bitte nichts an. Außer das, was schon angeschlossen ist. Du verarsch mich doch. Hundertprozentig. La 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 la. Oh, bin ich denn hier? Na hoch. Du. Ich? Was denn? Nee, du bist woanders. Ist du paranoid oder was? Wer ich? Nicht. Naja, nu. Das ist jetzt natürlich blöd gelaufen, würde ich sagen. Für wen? Ach, nicht. Ach so. Das ist jetzt natürlich ein bisschen mies. Naja, damit wird er umgehen können. So, wo ist jetzt das Ding gelandet? Weg. Meinst du? Weg. Ich bin ja aggressiv. Schau mal, wie scheiße das jetzt hier aussieht. Das ist so schön. Was sieht scheiße aus? Nicht. Du musst den Zuschauern schon erklären, was du jetzt auf einmal scheiße findest. Nicht. Wie kommst du mir mal angucken? Kannst du es mir nochmal zeigen? Warum ist denn im Abfluss eine Fackel? Weil ich den Zuschauern zeigen wollte, dass ich noch lebe und es nie arschdunkel ist. Ja. Hm. Die kann dann ruhig weggemacht werden. Weißt du? Hm. Mann, ey. Ha. Ha. So, ich komm's mir schon angucken. Wo bist denn hier? Was ist denn hieran jetzt falsch, hm? Ist doch hübsch. Was ist denn da jetzt kaputt, hm? So, Wasser ist angeschlossen. Na ja, hast du ein Klo hier? Brauchst du bloß noch so eine Falltür drüber und ist alles schick? Ja. Also brauchst du nicht mehr anschließen. Warum hier? Guck mal, hier alles. Was soll denn das sein? Eine Badewanne? Die ist auch in der Kanalisation angeschlossen. Die ist nicht, das ist auch ein Pool. Das ist ein Pool? Wie wild. Weißt du, wie viel Wasser du hier täglich wechseln musst, damit das hier nie zu Algen wird? Hallo? In der Kanalisation würde das nie passieren. Hallo? Ja. Hi. Ein normaler Pool da draußen ist auch nicht an die Kanalisation angeschlossen. Und trotzdem wird er nicht zum Bäh. Siehste? Ein normaler Pool da draußen, das wird nicht an die Kanalisation angeschlossen. Das Thema hatten wir ja heute schon mal. Und das habe ich dann auch nie gemacht. Ja, aber da heißt es jetzt auch nicht. Ich muss erst mal überlegen, Entschuldigung. Das ist ja mal eine scheiß Argumentation einfallen lassen. Ist mir da keine scheiß Dokumentation einfach was? Ich lass mir ja keine scheiß Dokumentation jetzt einfallen darüber. Sonst wirst du ja berühmt. Das war scheiße. Jetzt wieder so ein kleines Eigentor. Ja. No? Naja. Man kann da nicht alles haben. Ja, alles geht nun mal nie. So, dann nee, wohl aber hier es wird dort keine Kanalisation angeschlossen. Naja, eine Badewanne brauchst schon eh, ne? Ist schon richtig. Hast du mich überzeugt? Ich hab keine Badewanne. Natürlich, du hast doch keinen Pool drin andauernd. Du musst ja irgendwo baden können.
Es gibt auch Leute, die haben keine Badewanne, sondern bloß eine Dusche. Bloß ein Plumpsklo. Ein Plumpsklo. Wir hatten heute da schon ein Plumpsklo. Du? Hab ich gar nicht. Hätte ja sein können. Nein. Scheiße. Was denn nur? Meine Treppen sind alle. Oh nee, oder? Das ärgert mich jetzt zutiefst. Ach, das tun die so. Was denn? Hä? Aber hier ist auf jeden Fall noch was, was ich holen muss. Hier ist nämlich Eisen. Genau. No, was denn? Jetzt muss ich noch Holz fällen gehen. Wieso? Ist doch in der Kiste genug. Ja, und ist das Holz. Ach so, bin ich jetzt gleich wieder schuld, wa? No, genau. Da will man freundlich sein, ja? Was denn ist... Eine ordentliche Kanalisation bauen? Wenn ich dir aber doch sage, dass ich dort keine brauche. Da muss man mir ja auch hinaufquatschen. Das ist ja schon wie eine Glaubensrichtung. Ja und? Ja, ich brauche aber nicht aufgequatscht bekommen. Möchten Sie ein Klo haben? Ich möchte mit Ihnen über Abflüsse reden. Ich glaube, immer würde ich schon aufmachen. Fürs Klo. Ja, wenn er mit mir über sowas reden will, ich würde mich erstmal. Vielleicht hat er ein Testklo mit, was du ausprobieren kannst. Ich möchte gern mit Ihnen über Kanalisationen reden. Ja, gut. Kommt auf rein. Ich warte immer noch auf den Staubsaugervertreter. War noch nie bei dir? Nö. Schade. Ich würde so gern mal einen haben. Der dann mal saugen kommt. Ja, der kann mir ein bisschen Zeit, was sein Sauger alles so kann. No, ach, können Sie da nochmal hier im Wohnzimmer? Alter, das habe ich noch nie so ganz verstanden. Du, und hier ist es ein bisschen dunkel. Fleck, nicht weg. No? Das will ich sehen, dass das ist. Das... Hä? Was war denn jetzt? Ich wurde wieder zurückgeportet. Was? Ja, hier war irgendwie gerade ein bisschen bäh. Irgendwie ist heute wieder so ein bisschen der Wurm und es hat sich gerade noch so ein bisschen in Grenzen gehalten. Jetzt wird es gerade schlimmer irgendwie. Nee, bei mir nicht. War schon wieder ein Stein plötzlich da. Ja, der wenn ein Stein aus dem Nichts erscheint. Na, no, das ist jetzt aber poetisch gewesen. Also wow. Wahnsinn. Das ist ja jetzt krass gewesen. Danke, dass du mir diese Lebensweisheit mitgegeben hast. Keine Ursache. Und dann wunderst du dich, warum ich dich nie ernst nehmen kann mit der Kanalisation, ja? Weil du einfach nie wertschätzen kannst, wie wichtig sowas ist. Ich weiß doch, wie wichtig sowas ist. Naja. Also verweigerst doch den Leuten nie. Ich verweigere die einfach eine Kanalisation wollen. Wer will denn hier eine Kanalisation? Alle, die diese Videos gucken wollen, Kanalisation, da bin ich mir ganz sicher. Dann mach eine Unterschriftenaktion. Eine Unterschriftenaktion. Natürlich. Machen wir. Wenn du 100 Unterschriften zusammenkriegst. Ja. Mach mal, wenn du 100 Kommentare unter dieses Video kriegst. Ja. Von verschiedenen Leuten. Ja, klar. Also jedes Kommentar von jemand anderen. Aha. Dann darfst du hier alles anschließen, was du magst. Aha.